Hola, hola, hier ist wieder der Klaus. Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus Punta Cana. Ja, mein Urlaub hier, der nähert sich jetzt dem Ende und ich habe mir gedacht, ich zeige euch nochmal, wie jetzt Anfang Dezember der Bávaro-Strand so aussieht. Mache eine kleine Wanderung von meiner Homebase in Los Corrales bis zum Palladium und zeige euch unterwegs, was es da alles so zu sehen gibt. Viel Spaß beim Zuschauen! Ausgangspunkt meiner Wanderung ist meine erweiterte Homebase, das Huracan Café. Da meine Anlage über keinen eigenen Strandabschnitt verfügt, liege ich hier häufig auf einer der Liegen und lasse es mir gut gehen. Direkt gegenüber ist ein Steg, wunderbarer Blick aufs Meer und hier gibt es leckere Cocktails. Was will man mehr? Ja, an dem Steg ist der Anlegeplatz für das Piratenschiff. Und wenn man dann losgeht, kommt man zunächst zum Strand der Luxus-Apartments Costa Atlantica. Bestimmt die teuerste Apartmentanlage hier am Strand. Ja, weiter geht's dann beim Vala Bávaro, beziehungsweise bei den HM-Hotels, wie das jetzt neu heißt. Und danach kommt man auch direkt zum Strand vom Playa Turquesa Ocean Club. Ein wirklich schöner Strandabschnitt. Hier kann man sehr gut schwimmen. Und weiter geht's. Soweit die Füße mich tragen. Und hinter dem Playa Turquesa Ocean Club der Soho Beach Club. Eine ganz nette Cocktailbar hier am Strand. Und danach das Impressive Punta Cana. Dieses Hotel hat einen der, wie ich finde, mit schönsten Strandabschnitte hier. Es ist ein recht einfaches Hotel im karibischen Stil, aber der Strand ist wirklich klasse. Ja, hier der Steg. Leider darf man nicht drauf gehen als Nicht-Hotelgast. Da steht immer ein Wärter, der sofort laut pfeift, wenn man den Steg betritt. Deshalb der Steg nur von Weitem. An dieser Stelle mal ein paar Worte zum Wetter hier in Punta Cana. Als ich angekommen bin am 13. Dezember, hat es an den ersten Tagen abends ein bisschen geregnet und am Wochenende ist ein Sturmtief hier vorbeigezogen, was auch ein bisschen Regen nachts mitgebracht hat. Und es war aber auch nicht so dramatisch wie in Santo Domingo, nicht annähernd. Und in den letzten 2,5 Wochen war es eigentlich konstant schön, Temperaturen um die 30 Grad. Mal hier mal ein Wölkchen, da mal ein Wölkchen. Aber ja, also wirklich tolles Wetter. Es lässt sich wirklich sehr, sehr gut aushalten hier. Und kurz nachdem ich diese Ansage gemacht habe, zogen dunkle Wolken auf und ich bin in einen Hagelschauer gekommen. Man mag es kaum glauben, aber es ist wahr. Naja. Okay, nächster Strandabschnitt. Das ist jetzt die Apartmentanlage Residencial Don Roque. Und direkt dahinter ein Neubauprojekt. Das sind die Luxus-Apartments Ocean Bay, die dort entstehen. Weiter geht's diesen schönen Strand entlang, bis wir auf diese hässliche Betonmauer stoßen. Direkt dahinter verbirgt sich das Resort Vista Sol, vormals Carabella, das wohl einfachste Hotel hier am Bávaro-Strand. Und dieser Strandabschnitt gefällt mir persönlich auch nicht so gut. Dort stehen viele Fichten, keine Palmen, ist immer sehr schattig. Aber trotzdem, wenn man aufs Meer hinausblickt, auch hier ganz tolle Farben. Ja, ist das nicht schön? Und direkt hinter dem Vista Sol kommen wir jetzt nach El Cortecito und dort der Strandclub 365. Der ist im Sommer eröffnet worden. Früher Presidential Suites, da ist allerdings nicht allzu viel los.
Gehen wir mal weiter nach Cortecito oder an Cortecito vorbei. Ja, ganz tolle Aussichten hier immer. Also ich laufe diesen Weg wirklich sehr, sehr gern. Und hier kommt an eine Baustelle, das ist das Hotel The Greek. Das hieß vormals Capri Beach House. Da war ich vor 5, 6, 7, 8 Jahren, ich weiß gar nicht mehr so genau. Auch ein recht einfaches karibisches Hotel. Und dahinter Kapitän Cook, das bekannte Fischrestaurant. Da ist es immer gut voll, viele Stammgäste. Da kann man wirklich gut Fisch essen. Und noch ein Tipp hier in El Cortecito, das ist das Onos Bavaro. Eine Bar, ein Restaurant, leider tagsüber geschlossen, aber abends kann man hier sehr gut essen, viele einheimische Gäste. Besonderer Tipp dienstags, Taco Tuesday, dort bekommt man die Tacos für kleinen Preis und hier ist immer super Stimmung. Ja, weiter geht's an den Händlerbuden vorbei Richtung Palladium. Und hier nochmal der Blick zurück auf den Strand von El Cortecito. Und da sind wir auch schon am Palladium angekommen. Die Tierfotografen immer unterwegs hier am THS-Strand. Und ja. Heute ganz herrliches Wetter, das Wasser auch braunalgenfrei, wirklich ein herrlicher Tag hier am Strand. Die Kiddies spielen im Sand. Ja, jetzt zeige ich erstmal gar nichts mehr und lasse euch erstmal mit den Bildern hier an. Ich bin schon wieder auf dem Rückweg nach Los Corrales und an dieser Stelle beende ich auch das Video. Ich hoffe, die Impressionen vom Strand waren ganz interessant für euch und das Video hat euch gefallen. Das war dann auch mein bis auf weiteres letztes Video hier aus Punta Cana. Mein nächstes Video wird von meinem Rückflug handeln, wieder mit Condor in der A330 Neo, hoffentlich zumindest. Und ja, bis dahin sage ich schon mal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich wieder über viel Feedback zu diesem Video und über neue Abonnenten. Ich sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Klaus.